Hallo und herzlich willkommen bei Money. Ja, Leute, wir sind mal wieder zurück bei Pangea Survival. Ihr wisst ja noch vom letzten Video, habe ich das Spiel so ziemlich als schlechtestes Survival, was mir so in der letzten Zeit untergekommen ist, an Early Access Games beschrieben. Mir wurde gesagt, es hat sich viel getan und das wollen wir uns einfach mal anschauen. So, wir klicken mal rein und wir hören, es ist ziemlich laut. Aber das können wir natürlich umstellen. 60 FPS. Sind wir auf High? Nein. Zurück. Back to Main Menü. Okay, nochmal. Nochmal Settings. Wo mache ich hier den Sound? Window. Kann ich hier überhaupt was umstellen? Oh shit, ja. Guck mal, das geht. 60 FPS. Hi, Epic, 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 Epic. Oder können wir nur das auswählen? Nee, Epic, ich will Epic. Wo sind denn die Sounds? Ich will das leiser haben. Verdammt. Online, Singleplayer, Controls. Sag mal, finde ich jetzt wirklich nicht? Okay. Muss ich einfach im Windows-Modus mal leiser stellen, weil das ist extrem laut, Leute. So. Gut, dann gehen wir mal online. Wir machen einfach mal einen Singleplayer. Ja, Pangea Major, ne? Machen wir mal. Was kriegen wir hier kredenzt? Gucken wir mal. So, wir können wieder wählen zwischen Pflanzenfressern, Fleischfressern und Menschen. Ha, okay. So, Protoceratops, Scutellosaurus, auch was Kleines. Nanosaurus hört sich auch ziemlich klein an. Blatheosaurus und der Oviraptor ist als Herbivore eingerankt hier. Ha? Ah. Weiß ich nicht. Hätte man, glaube ich, bei beiden irgendwie einordnen können. So, bei den Fleischfressern haben wir Coleophysis, auch was Kleines, ein Deinonychus und Troodon, aha. So, da haben wir noch nichts eingeordnet hier. Wir haben einen Masiakasaurus und wir haben einen Dilong. Wir können uns noch an die Demo erinnern, da konnten wir gefühlt aus 100 verschiedenen Dinosauriern auswählen. Das ist jetzt nicht mehr so, jetzt gibt es nur noch eine Handvoll. Und wir gucken einfach mal, so, was würde mich denn interessieren? Mich würde mal so ein Troodon würde mich interessieren. Komm, wir machen mal einen Troodon. So, hier sind wir. Er schaut glücklich aus. Glücklich schaut er aus. So, jetzt. Mach ich mal die Filter raus, ne? Ich will euch das ja ungeschönt zeigen. Ja, gut. Komm. Okay, wir haben ultra nervige Musik. Also Musik, die nervt mich wirklich. Aber wir haben keine Möglichkeit, diese Musik auszuschalten. Die Blätter bewegen sich sehr unnatürlich. Weiß auch nicht. Ich habe Angst. Boah, als würde sie nach mir greifen wollen. Wir kriegen dich. Ah, oh, scheiße. Okay, machen wir weiter. Wir versuchen mal irgendwas zu finden hier. Da höre ich irgendwas. Oh ja, guck mal da. Was haben wir da? Oh, Styracosaurier. Oh shit. Oh, er will mich. Er will mich. Er will mich. Nein. So ein kleiner Styracosaurus, oder? Der Troodon ist ja eigentlich klein, ne? Und der Styracosaurus ist eigentlich voll riesig. Nu, lass mich in Ruhe. Die sind hartnäckig, die Viecher. Guck mal, da hinten ist noch mehr. Was haben wir da noch? Sind noch mehr Styracosaurier? Schauen wir mal. Ja, Tatsache. Oh, guck mal, die werden alle aggro, wenn ich hier nur vorbeilaufe. Oh, fuck. Komm. Boah, wir versuchen mal einen zu beißen. Oh, guck mal, der kann fliegen. Vielleicht schaffen wir, dass sie sich alle gegenseitig hitten.
Okay, nein, schaffen wir nicht. Okay, wir sind tot. Drodon hat mich jetzt nicht so beeindruckt. Gucken wir uns mal den. Das sieht ja genauso aus. Hat er Zähne? Was sind deine Zähne? Zeig mal. Ja, vor dir ist echt keine Angst, ne? Aber gut, Calls sind da. Hören Sie sich das gerade mal so bescheuert an, ne? Da, was ist das? Rat! Eine Ratte! Tot ist sie, die Ratte! Ja, und wir können Fußball mit ihr spielen. Ja, schaut euch das an. Ja, wir können sie rumkicken. Jawohl, ja. Zack, über die Linie. Jawohl. Oh, habt ihr den Hackentrick gesehen? Habt ihr den Hackentrick gesehen, Alter? Nicht schlecht. Okay. Erstmal. Noch keine Geräusche dazu, aber zack! Okay, das sieht fast. Ja, fress es halt. Leg's ab. Was ist das jetzt? Okay, alles klar. Da haben wir wieder unvollständige Welt. Schauen wir mal. Okay, der macht schon irgendwie mehr Bock als der Trodon. Lizard! Der rennt irgendwo nach. Oh, fuck! Wir werden fort mit dir. Was bist denn du? Ein Akrokantosaurus? Dich töten wir. Uah, stirb, Akrokantosaurus, stirb! Oh, guck mal, der hat Angst vor der Spinne. Da ist ein Spider. Ja, leide. Leide. Oh, habe ich dich angesprungen? Wow, guck mal, ich kann ihn anspringen. Ja. Bam und wegstumpen kann ich ihn. Schaut ihn euch an. Zack. Wie viel Leben? Ach, guck mal, ich habe fast nichts abgezogen. Ist ja witzlos. Aber er springt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Wir gucken mal, ob wir irgendwas in unserer Größe finden. Vielleicht können wir das abschlachten. Okay, aber eine Acrocanthosaurus AI. Oh, da ist was vom Himmel gefallen. Was haben wir da? Eine Monitor-Lizard. Ja, einfach genug draufhacken und zack wird das. Ja, Mann. Richtig satt an seinem Fleisch. Jawohl, ja. Okay, auch die können wir aber rumkicken. Seht ihr das? Ja. Zack, 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 zack. Los mit dir. Haben wir eigentlich Teabaggen oder sowas? Ne. Hier haben wir nochmal eine kleine Hilfe. Also ducken können wir uns. Ducken geht nicht, aber springen geht. Ja, guck mal. Ich muss nicht mal in die Knie gehen, um abzuheben. Nein, ich kann einfach außenstand mit gestreckten Beinen, kann ich hochspringen. Ja. Okay. Respawn. Wir wollen noch was anderes testen. Ein Fischeater und Megalosaurus. Gut, was sind wir hier? Ja, du siehst irgendwie. Das sieht irgendwie kacke aus, ich weiß auch nicht. Solltest du mal zum Zahnarzt gehen oder so. Aber gut, naja, aber er kann springen. Er hat keine Calls. Wir haben keine Calls für den. Das war nicht ich. Ich habe nichts getan. Das war. Wo kommt das her? Oh fuck, wir werden verfolgt! Irgendwas ist hier los! Oh, noch mehr Masiakosaurier. Die bekämpfen sich alle gegenseitig. Es ist ein Massi-Krieg! Ja, auf sie mit Gebrüll! Ja, komm! Ja, unseren zweiten, den wir getötet haben. Jawohl. Ein Kro. Schau mal, die haben ein Krokodil. Können wir auf dem reiten?
Ich will auf dem Reiten, komm her. Ich reite auf dir, Kroko. Töte das Krokodil! Okay. Also ihr seht, wir haben direkt einen Bug entdeckt. Den nutzen wir jetzt mal direkt aus, um das Krokodil zu töten. Unglaublich. Jawohl, tot im Krokodil. Einfach klicken, Leute. Linksklick ist alles. Linksklick ist alles. Es schreit vor Schmerzen. Hört ihr das? Es schreit vor Schmerzen. Ja, tot ist es. Ah. Ja, komm, ich komme hier vor wie so Walking Dead, Death, ne? Walking Death. Muss ich die Haut der Toten überziehen, damit sie hier nicht erkannt werden von den Zombies. Oh, guck mal, den habe ich ziemlich auseinandergenommen. Schaut euch mal die Kralle von dem an. Ja, so sieht's aus. Leg dich nicht mit mir an, Kroko. Kann ich dich jetzt essen? Oh ja. Ja, die Animationen sind ja teilweise schon mal gar nicht so schlecht, ne? Hey, hör auf, dich zu beschweren, Kroko. Ich brauch das. Na, guck mal, der Magen links unten, da, der füllt sich auch nur langsam auf. 3% pro Biss quasi. Das ist quasi, ich muss das ganze Krokodil fressen, damit ich ein bisschen, ja, was zu fressen habe. Oh, da geht's schon wieder weiter, da geht's schon wieder weiter. Wow, die Spinne. Ich glaube, die Schlange hat gerade den Kollegen hier getötet. Okay, ich wurde einfach rausgeschmissen. Ich weiß nicht, woran das lag. Anscheinend waren wir einfach zu gut. Wir waren einfach zu gut mit dem Marciakasaurus. Da hat der Server gesagt, nee, bevor du die ganze Population hier tötest, schmeißen wir dich einfach mal raus. Okay, wollen wir noch einen Pflanzenfresser testen? Wir testen jetzt einfach mal, kommt der Plateosaurus. So, Plateosaurus. You are a herbivore. You need to find bushes like these. Okay, bushes like these. Oh Gott, was? Nein, Alter. Okay, das kann ich ganze 3 Minuten spielen. Bei den Stapf-Sounds. Und das war's dann, ne? Aber ich habe jetzt zu finden Bushes like these. Aber erstmal den Skorpion hier wegmachen. Hörte den Skorpion. Yeah, hast du gesehen, den haben wir schön geklatscht. Scutellosaurus klatschen wir auch. Klatsch, klatsch. Komm mal her. Müssen wir schon klatschen. Links-Rechts-Kombination. Guck mal, der schiebt uns einfach weg. Ich will den töten. Ich erwische ihn nicht. Kann ihn nicht töten. Er ist unbesiegbar, dieser Scutellosaurus. Na gut. Oh, guck mal, das ist ein anderer Plateo. Den machen wir jetzt weg. Bam! Werde ich! Ja! Tot im Plateo. Komm, ich schiebe ihn noch ein bisschen rum. Jawohl. Jawohl. Bam! Ha! Haben wir den weggehauen, ne? Haben wir den weggehauen. Yes. Weg mit dir! Weg mit dir! Bam! Okay. Gehen wir weiter. Okay, wir werden von den Bäumen festgehalten. Das ist ein Problem. Ich habe aber immer noch keine Bushes like these gefunden. Was haben wir hier noch? Oh, ein anderer Skin. Du bist viel zu hübsch für diese Welt.
Lass dich töten. Hat er gesehen, das war zweimal zack, 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 links angetäuscht, ne? Ja, Plateo. Erstmal drauf rumstampfen. So gehört sich das, ne? Statt mir einfach im Weg, standest du mir. Weg mit dir. Guck, der schaut mich schon gar nicht mehr an. Der hat Angst. Der hat Angst. Okay, ich habe hier jetzt Progression Points. Ich habe, hier steht 8000 von 8000. Für was benutze ich denn das? Für was benutze ich das? Ich habe keine Ahnung. Okay, wir haben auch noch einen Pflanzenfresser ausprobiert. Wir probieren auch noch die Menschen aus. Wir haben hier die Wahl aus Chase Conkren und Amanda Crimes. Na komm, wir nehmen mal die Amanda. So, Amanda, was kannst du alles? Okay, du kannst schießen. Du kannst dich kurz wegducken. Also das ist jetzt Rechtsklick hier, ne? Kurz wegducken. Okay, alles klar. Ich habe $1000 oben. Das ist in Ordnung, weil, ja, eigentlich auch nichts kaufen oder so, ne? Okay, das hier hat zwei Stockwerke und in beiden ist einfach nichts drin. Das ist okay. Aber Hauptsache, ich habe zwei Stockwerke. So, wir haben hier einen Jeep. Kann ich mit dem fahren? Ah! Warum fahren, wenn ich ihn werfen kann? Oh, shit. Ich hab's kaputt gemacht. Wow. Oh, da hinten brennt's jetzt. Oh, hört ihr es? Es brennt. Ha, ich kann es trotzdem auch wegschmeißen. Bam! Ich bin Amanda Crimes! Die stärkste Frau im Streichelzoo hier. Ja, das ist natürlich. Klasse, wir brauchen einen neuen Jeep, Leute. Krieg ich einen neuen Jeep her? Ich hab doch $1000. Kann ich da keinen neuen Jeep kaufen? Ach genau, erstmal zur Seite schießen. Ihr merkt's, ne? Oh, aber hey, ich hab eine. Guck mal, ich hab noch eine kleine Waffe. Ah, okay, aber wenn ich auf die wechsel, nimmst du trotzdem die große. Seht ihr, Pistole? Ah, ne, guck jetzt. Jetzt hat sie die kleine benutzt. Die kleine Pistole. Die hält's auch ganz professionell. Ist ja Wahnsinn. Okay, ich muss noch mal zu Amanda Crimes wechseln. Wir wollen ja den Jeep haben. So, ist der Jeep wieder da? Nee, guck mal. Okay, wir haben den Jeep für immer zerstört. Wir gucken mal, ob der Chase Conqueror jetzt einen Jeep hat. Nein, dank Amanda haben wir keinen Jeep mehr. Guck mal, ich will hier was drücken, das geht nicht. Das ist doof. Wir wollten doch Jeep fahren. Okay, vielleicht wollen wir auf den Dinosaurier erst wieder wechseln. Das könnte interessant sein. Komm, wir nehmen mal Protoceratops. Oh, guck mal, noch mehr Protoceratops. Erstmal töten. Komm, werde ich. Werde ich doch. Okay, er ist tot. Schmeißen wir weg hier. Der ist hinüber. Ja, nochmal drauf. Jawohl. Aber die Sounds, Leute. Werde ich doch. Oh, der nimmt schon Reis aus, der andere. Sehen, was ich mit dem gemacht habe. Du bist der Nächste. Okay. So, wir versuchen wieder. Wir versuchen nochmal Amanda Crimes, aber wir sehen kein Jeep. Okay, wir machen das nochmal ganz anders, Leute. Wir restarten. Sorry, Leute, wir restarten einfach nochmal. Ja, also.
Nicht sauer sein, aber dann seht ihr auch mal den genialen Startbildschirm von Pangaea Survival. Und die abgefahrene, gute Musik. Ist der Wahnsinn, ne? Ist der Wahnsinn. So, nochmal, wir wollen ja cheap fahren, ne? Und herzlich willkommen bei Money ungeschnitten. Ah, Amanda Crimes. Wollen wir mal was auswählen? Ja, oh, wir haben einen Cheap wieder. Habt ihr das gesehen? Wir haben einen Cheap wieder. Okay. Amanda, nicht mit Cheaps um dich schmeißen. Nein, Amanda! Was tust du denn? Okay, wir machen noch einen Versuch, in diesen Jeep einzusteigen. Wir machen noch einen Versuch, in diesen Jeep einzusteigen. Wir schauen einfach mal. Okay, also Unterhaltungswert hat das Spiel auf jeden Fall. Unterhaltungswert hat das Spiel auf jeden Fall. So, nochmal, dieser ultrageniale Bildschirm. So, nochmal. Amanda Crimes, du bekommst einfach noch eine Chance. Versuch dich mal. Ja, nicht so grob an den Jeep anzuschleichen. So, okay. Ah! Wir haben es. Oh, aber knapp. Oh, was macht das Gewehr da? Was macht das Gewehr da? Anscheinend schießen jetzt? Nein, aber es hat auch eine Taschenlampe, die nach außen leuchtet. Okay. Aber es fährt! Es fährt! Wir fahren. Fahren, fliegen, Jeep. Weiß nicht, wie man es nennen will. So, wir bleiben mal hier auf der Straße. Oh, die Steuerung ist ein bisschen schwammig. Wir bleiben mal hier so auf dem Weg. Mal gucken, wo der uns hinführt. Wow. Okay, mir wird jetzt schon schlecht, aber. Okay, oh, guck mal da, das ist ein Kriegsschiff. Da ist ein Kriegsschiff. Das ist ein Schlauchboot. Okay, können wir da hin? Ich will aussteigen. Okay, Tür ist. Ich will aus. Guck mal. Das ist gar keiner drin. Okay, ich kann die Tür aufmachen. Okay, ich kann hupen. Ich kann nicht aussteigen. Bin gefangen in diesem Jeep, Leute. Was mache ich denn jetzt? Mal lang E drücken? Ne, dann macht er die Tür wieder zu. Okay, wir sind gefangen in diesem Jeep. Guck mal, sogar da ist jemand drauf. Okay, mal mit Anlauf gegen das Boot fahren. Passiert nichts. Okay, wir gehen mal das Kriegsschiff besuchen. Kann doch nicht sein, Leute. Ich komme nicht mehr aus dem Auto raus. Bam, okay, das ist gestrandet. Was passiert, wenn ich ins Wasser fahre? Ah ja, guck mal, das Wasser. Es muss so Salzwasser, also so extrem hoher Salzgehalt im Wasser, weil wir können auf dem Wasser fahren. Das ist krass, ne? Können wir noch ein bisschen hupen? Ja. Schön. Okay, Leute, was bleibt uns, was bleibt festzuhalten? Also, es hat sich doch schon ein bisschen was getan. Ich wüsste jetzt nicht was, aber. Sehen wir es einfach positiv. Wir sehen es einfach positiv. Naja, Leute, macht euch eure eigenen Gedanken drum. Meins ist es jetzt nicht. Es sind ein paar Ansätze da, wo ich sage, ja, ist nett gemeint, aber noch ist es nicht so gut gemacht. Ne? Noch ist es nicht so gut gemacht. Aber wie gesagt, es ist ein Early Access Spiel. Ja,
Ja, kann man jetzt sagen, halten von, was man will. Die einen sagen, ja, Early Access Spiel, gibt dem Ganzen noch Zeit. Die anderen sagen, da ist noch so, so, so viel zu machen. Das ist ein Early Access Status eigentlich gar nicht würdig, sondern eher noch Demo. Also in meinen Augen ist es immer noch mehr Demo als Early Access. Aber nun gut, sei es drum. Wem es gefällt, Leute, ich wollte es euch einfach mal zeigen, was ich so in den paar Monaten getan hat, nachdem ich das letzte Video davon gemacht habe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, es war informativ und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Also, bis zum nächsten Mal. Bye bye, euer Manni.